4022:25 Fazit. Vorteil Valencia. Der dreifache Eurocup-Champion macht einen großen Schritt Richtung Titel Nummer 4 und bezwingt Alba Berlin im ersten Endspiel vor heimischer Kulisse mit 89:75. Nach nervösem Beginn konnte das Team von Aito Garcia Reneses insgesamt gut mithalten. Ein katastrophales drittes Viertel, 15.30 Uhr, kostete die Gäste aber die Chance auf mehr. Topscorer der Partie war Valencias Will Thomas mit 22 Punkten, für Alba steuerte Peyton Siva 17 Zähler bei. Luke Sigmar und Co. müssen jetzt schnell den Kopf frei bekommen und das Positive aus der Partie ziehen, denn spielerisch konnte man hier absolut mithalten. Mut machen darf den Albatrossen außerdem die Erinnerung ans Viertelfinale. Gegen Unicaja Malaga ging die erste Partie auch verloren und Berlin konnte die Serie noch drehen. Spiel 2 gegen Valencia steigt am Freitagabend in der Mercedes-Benz Arena. Noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal, 4022:16, das Ding ist längst durch. Der Rest ist Schaulaufen für die Hausherren, 3922:15 Bojan Dubljevic macht den Deckel drauf. Der lange Mann der Gäste stellt sein feines Händchen unter Beweis und feuert die Pille von ganz weit draußen rein. Anschließend gibt Peyton Siva auch noch den Ball her. 3822:13 Luke Sigmar auf jeden Fall nicht. Der MVP ist heute ein Schatten seiner selbst und steht bei 33% aus dem Feld erst bei 7 Punkten. Langsam aber sicher wird es eng, 3722:12 im vierten Versuch landet Ogbe dann endlich den ersten Treffer von der Linie und verkürzt auf 10. Wir haben aber nur noch etwas mehr als 3 Minuten auf der Uhr. Wer hat bei Alba jetzt noch was Besonderes im Ärmel? 3622:09 Valencia hat sich wieder stabilisiert. Nach 3 erfolgreichen Angriffen sieht das jetzt wieder selbstbewusster aus bei den Spaniern. Anders Alba, Kenneth Rock bedarf an die Freiwurflinie und setzt beiden Dinger klar daneben. 3522:05 Berlin ist wieder in der Partie. Johannes Thiemann macht gerade sowohl defensiv als auch offensiv einen bärenstarken Job und verhilft seinem Team zu einem 9:0-Lauf. Der Rückstand ist wieder einstellig, 3422:02 Luke Sigmar im Mittelpunkt. Erst verzeichnet der Amerikaner sein viertes persönliches Foul, dann steuert er vorne 2 Punkte bei. Langsam wird Jerome Ponsanau nervös und bittet lieber mal zur Auszeit. 3322:01 Valencia ist in diesem letzten Viertel noch ohne Punkt. Dafür stehen die Spanier schon bei 4 Teamfouls. Das macht Mut aus Berliner Sicht, auch wenn weiterhin offensiv nicht gerade viel gelingt. 3121:58 Alba muss jetzt dringend schnell in Fahrt kommen, dann könnte hier noch was gehen. Der Auftakt ist gemacht, als Johannes Thiemann die Kugel nach feinem Zuspiel von Luke Sigmar krachend in den Ring stopft. 3021:57 Viertelfazit. Jetzt wird es ganz schwer für Alba Berlin. Im dritten Viertel gehen die Hauptstädter in Valencia völlig unter und laufen zu Beginn der finalen 10 Minuten einem 53:71 Rückstand hinterher. Da hat gerade einfach überhaupt nichts zusammengepasst. Leichte Fehler im Spielaufbau, schwache Wurfquoten und eine teilweise nicht vorhandene Defense haben den Gästen schwer zugesetzt. Denn eine so starke und erfahrene Mannschaft wie Valencia Basket nutzt das natürlich aus 3021:53 bezeichnend. Luke Sigmar steckt einen Traumpass durch unter den Korb und Franz Wagner legt das Leder völlig unbedrängt auf Start in den Ring. Der Rückstand wächst und wächst, 2921:52 die Albatrosse müssen jetzt höllisch aufpassen, dass sie in diesem dritten Abschnitt nicht das gesamte Match hergeben.
Nils Giffey sorgt mit zwei Freiwürfen zumindest mal wieder für Bewegung auf der Berlin-Seite der Anzeigetafel. 2821 zu 48 Alba hat die Team-Foul-Grenze in diesem dritten Viertel bereits überschritten und Sam van Rossum legt für Valencia von der Linie doppelt nach. Derweil geht vorne bei Alba gar nichts. Luke Sigmar und Nils Giffey lassen gute Möglichkeiten liegen. 2721 zu 46 bei Landry Ndoko geht heute gar nichts. Der kamerunische Center der Gäste legt einen machbaren Versuch nach dem anderen daneben und hat erst einmal getroffen. Dazu steht der zweitlängste Berliner schon bei drei Fouls, 2621 zu 44, weiter geht's. Und das nicht sonderlich gut für Alba. Yoshiko Saibu lässt sich den Ball klauen und San Emeterio macht die nächsten beiden Punkte für die Spanier klar, 2521 zu 38, die Technik streikt weiterhin in der Pabellón Fuente de San Luis. Alba kann das eigentlich nur recht sein, denn die Hausherren drohten gerade heiß zu laufen, 2521 zu 36, offenbar gibt es gerade ein technisches Problem in der Halle. Die Partie ist im Moment unterbrochen, 2521 zu 33, die Halle tobt. Valencia nutzt eine Berliner Schwächephase zu einem 9:0 Lauf und Aito Garcia Reneses muss die Notbremse ziehen. Auszeit Alba, 2421 zu 31, Peyton Siva ist heute mal wieder grandios aufgelegt. Der Berliner Guard trifft im fünften Versuch seinen vierten blitzsauberen Dreier und die Partie ist wieder ausgeglichen. Mit der guten Quote von draußen hält Alba hier Anschluss, aber das wird nicht immer gut gehen. Abwechslung muss her, 2221 zu 29, munteres Dreierschießen in der Pabellón Fuente de San Luis. Rokas Gitraitis trifft für Alba, Sam van Rossum antwortet für die Gastgeber. Da ist wieder Berlin dran und Peyton Siva verkürzt wieder auf 3, 2121 zu 27, weiter geht's. San Emeterio verbucht die ersten Punkte der zweiten Hälfte für Valencia Basket, 2021 zu 14, Halbzeitfazit. Alba Berlin ist angekommen in diesem ersten Finale des Eurocups gegen Valencia Basket. Nachdem die Gäste im ersten Viertel noch einiges vermissen ließen, waren sie im zweiten Abschnitt die bessere Mannschaft und konnten den Rückstand auf 3 Zähler verkürzen. Mit einem 41 zu 38 für die Hausherren geht es gleich in die zweite Hälfte. Valencias Will Thomas ist mit 14 Punkten bisher bester Werfer der Partie, für Alba hat Martin Hermansson 9 Zähler beigesteuert. Wenn die Truppe von Aito Garcia Reneses das eigene Brett noch ein bisschen besser verteidigt und vorne weiter variabel bleibt, dann ist hier auf jeden Fall was möglich. Bis gleich, 2021, 08, plötzlich lassen die Gäste wieder ein wenig die Zügel schleifen und gewähren Valencia Ballbesitz und leichte Zähler. 56 Sekunden vor Schluss hat Aito Garcia Reneses daher nochmal Gesprächsbedarf. Auszeit Alba, 1921, 06, Martin Hermansson trifft mit Foul und gleicht die Partie anschließend mit dem Bonusfreiwurf aus. 2 Minuten vor der Pause geht es wieder bei 0 aus, 1821, 04, Berlins kleiner Lauf zeigt Wirkung. Bei Valencia geht jetzt auch der eine oder andere Ball im Passspiel verloren und es wird merklich leiser in der Halle. Sam van Rossum zieht dann mal stark zum Korb und stellt auf 35 zu 32, 1721, 01, Franz Wagner bekommt erstmals Spielzeit und erzielt mit einer schicken Bewegung unter dem Korb auch gleich seine ersten beiden Zähler. Peyton Siva hämmert einen Dreier hinterher und Alba ist auf 3 Zähler dran. Auszeit Valencia, 1620 zu 58, das tut weh. Landry Ndoko kassiert im Positionskampf unter dem gegnerischen Korb bereits sein drittes persönliches Foul und hat erstmal Pause. Johannes Thiemann übernimmt auf der 5, 1420 zu 57 stark.
Beim Einwurf unter dem gegnerischen Korb sieht Siva, dass Giffey sich unter dem Korb freigestohlen hat und der Kapitän verbucht leichte Punkte. Hinten räumt Luke Sigmar einen Spanier per Block ab. Alba ist da, 1320:55, jetzt fällt aber auch alles beim Team von Jerome Ponsanau. Matt Thomas versenkt bereits seinen dritten Wurf von Downtown und die Halle feiert. Zumindest hat Nils Giffey diesmal eine gleichwertige Antwort parat, 1120:52, jetzt müssen die Gäste aufpassen. Matt Thomas drückt aus der Ecke den nächsten Dreier ins Netz und die Führung der Spanier ist erstmals zweistellig. Auf der Gegenseite kriegt Landry Ennoko das Ding aus kürzester Distanz nicht in den Ring, 1020:51 Viertelfazit. Das erste Viertel geht mit 20:13 an Valencia Basket. Die Spanier kamen zunächst nicht gut rein und hatte mit der griffigen Alba-Defense einige Probleme. Mit zunehmender Spieldauer wurden die Hausherren aber stärker und setzen sich danke eines 8:0-Laufs ab. Den größten Unterschied macht bisher die Reboundarbeit. Valencia konnte sich schon satte 15 Bälle sammeln, alleine 7 in der Offensive. Alba hat insgesamt erst 6 Rebounds verbucht, 1020:47, der war wichtig. Peyton Siva bringt den Ball, wird nicht attackiert und drückt einfach selbst ab. Mit seinem ersten erfolgreichen Dreier bringt der Berliner Guard die Halle erstmal zum Schweigen, 920:45, jetzt dreht Valencia auf. Mit einem kleinen 6:0-Lauf spielen die Spanier ihren ersten klareren Vorsprung heraus. Alba lässt vorne jetzt einiges liegen und liegt mit 7 Zählern zurück, 820:44, Alba belohnt sich nicht. Wieder verteidigt der sechsfache BBL-Champion Behrens stark und zwingt Aaron Dornekamp zum schweren Dreier, der klar daneben geht. Aber wieder ist ein Oranger da und schnappt sich das Leder, 720:41, Star-Center Bojan Dubljevic ist jetzt erstmals auf dem Parkett und löst Mike Tobi als langen Mann ab. Das kümmert Luke Sigmar allerdings gar nicht und der Berliner Forward drückt seinen alten Kollegen erstmal einen Dreier rein, 620:40, im Angriff wirken die Berliner noch ein wenig hektisch. Rokas Gitreitis setzt den nächsten Dreier auf den Ring und Will Thomas trifft zur ersten Führung der Gastgeber, 520:38, Alba verteidigt das bisher stark und zwingt die Hausherren immer wieder zu schweren Würfen. Einziges Manko aus Sicht der Gäste, die Arbeit am Brett lässt noch zu wünschen übrig und Valencia schnappt sich jede Menge Offensiv-Rebounds, 320:36, 0 von 5. Beide Teams haben zu Beginn dieses ersten Endspiels mächtig Ladehemmung. Immerhin hat Alba den Spaniern schon 2 Fouls angehängt. Dann ist es Rokas Gitreitis, der das Berliner Punktekonto mit einem erfolgreichen Dreier aus der Ecke eröffnet, 220:34, auch die Hausherren tun sich im ersten Angriff schwer. Will Thomas setzt die Pille aus der Halbdistanz auf den Ring, 120:33, auf geht's. Peyton Siva, Martin Hermansen, Rokas Gitreitis, Luke Sigmar und Dennis Clifford beginnen für Alba. Berliner haben auch den ersten Angriff, kommen aber nicht zum Abschluss, 20:29, langsam aber sicher wird es ernst. Die Stimmung in der Pabellón Fuente de San Luis kocht schon jetzt mächtig hoch. Die Spieler haben das Parkett soeben betreten, besonderen Applaus gab es dabei für Rückkehrer Luke Sigmar. Die beiden Startformationen formieren sich so langsam und gleich fliegt hier endlich der Ball, 20:27, viermal sind diese beiden Teams seit dem Eurocup-Finale 2010 noch aufeinander getroffen. Dreimal behielten die Spanier die Oberhand, 2017 haben die Albatrosse aber schon mal gezeigt, dass sie Valencia zumindest vor heimischem Publikum schlagen können.
In dieser Finalserie muss Alba aber mindestens auch einmal auswärts erfolgreich sein, um eine Chance auf den Titel zu haben. 20.25 Uhr Valencia Basket hat in dieser Eurocup-Saison noch so gut wie gar keine Schwäche gezeigt. Die Taronias haben nur 2 von 20 Spielen verloren, zuletzt im November 2018. Seit 14 Partien ist Valencia ungeschlagen, zu Hause hat den dreifachen Eurocup-Sieger in dieser Spielzeit noch niemand bezwingen können. Berlins Nils Giffey weiß, was den Gegner ausmacht. Sie sind ein gutes Team, super ausbalanciert, so der Alba-Kapitän. 20.21 Uhr ein viel größeres Kaliber als Valencia Basket kann man im Eurocup allerdings nicht vor der Brust haben. Dreimal haben die Spanier den zweitwichtigsten Europapokal dieser Zeit bereits gewonnen. Vor 2 Jahren standen sie zuletzt im Endspiel, unterlagen dort aber trotz Heimvorteil gegen Unicaja Malaga. Coach Jon Ponsanau war damals noch Co-Trainer und will es diesmal unbedingt besser machen. 2017 war das Problem, dass wir keine Energie mehr hatten. Darauf haben wir in dieser Saison geachtet und es wird nicht nochmal passieren, so der Head Coach der Hausherren. 20.18 Uhr Die Stimmung im Team ist bestens. Schon seit Sonntag weilen die Berliner an der Mittelmeerküste und bereiten sich auf das Highlight der Saison vor. Der Titel würde alles für uns bedeuten, sagte Martin Hermansson und stellt nach den 3 jüngsten Finalniederlagen klar, wir haben keine Lust mehr, immer Zweiter zu sein. Für den frisch gebackenen Eurocup-Luke Sigmar wird das Finale ein Wiedersehen mit alten Weggefährten. Bevor er 2017 nach Berlin kam, spielte der US-Amerikaner 2 Jahre in Valencia. Nun will er seine alten Kollegen ärgern. Es wäre riesig, einen Titel zu gewinnen mit dieser Mannschaft, so Sigmar. 20.10 Uhr mit Unicaja Malaga haben die Albatrosse im Viertelfinale bereits ein Team bezwungen, das in der starken spanischen Liga sogar vor Valencia liegt. Und auch im Halbfinale gegen Morabank Andorra, ebenfalls in der ACB unterwegs, ließ die Truppe von Aitor Reneses nichts anbrennen. Nach bereits 3 Finalniederlagen unter dem spanischen Coach, zuletzt im deutschen Pokalfinale gegen Brose Bamberg, soll nun endlich ein Titel her. Es wäre der erste große internationale Triumph für Alba seit dem sensationellen Gewinn des Cora Cups 1995. 20.01 Uhr knapp 9 Jahre musste Alba Berlin warten, nun gibt es die Chance zur Revanche. In einer Neuauflage des Eurocup-Endspiels von 2010 treffen die Hauptstädter erneut auf den spanischen Topclub Valencia Basket. Damals hatten beim Final-Four in Vitoria die Spanier mit 67:44 klar die Oberhand behalten. Leicht favorisiert sind die Gastgeber der ersten und wenn nötig dritten Partie auch in diesem Jahr. Allerdings hat Alba bereits gezeigt, dass sie in dieser Saison auch die Großen packen können. 19.57 Uhr Hallo und herzlich willkommen zum Finale des Eurocups. Alba Berlin und Valencia Basket ermitteln in einer Best-of-3-Serie den Champion des zweitgrößten europäischen Wettbewerbs. Spiel 1 steigt um 20.30 Uhr in der Arena Pabellón Fuente de San Luis an der spanischen Ostküste.